Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns gerade auf Burg Lutera und sollen ja für die Dame aus der Taverne in Erfahrung bringen, was Neria so ist, weil sie vermutet, dass es ihr Schönheitsgeheimnis ist. Ja, und das wollen wir jetzt mal in Erfahrung bringen. Riecht lecker, was? Neria? Ich denke nicht, dass sie irgendwas Besonderes ist. Tatsächlich scheint sie einfach alles zu essen. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ich habe gesehen, wie sie etwas bei Enoch gekauft hat. Vielleicht nimmt sie eine Art Nahrungsergänzungsmittel. Ja, dann wollen wir mal zu Enoch. Ah, willkommen. Wie, was Nera bestellt hat? Lass mal sehen. Sie muss wohl planen, Eis in ihrer Taverne zu verkaufen. Sie hat, Shushire-Eis und getrocknete Punika-Früchte bestellt. Und alles andere, was sie bestellt hat, hat auch etwas mit ihrem Geschäft zu tun. Also nichts Außergewöhnliches. Okay. Das können wir Vivian auf jeden Fall mal berichten. Das scheint ja nun wirklich nichts Weltbewegendes zu sein. Es wird sich etwas ändern. Ja, was denn? Einen Ball oder sowas. Was? Nichts Außergewöhnliches? Ah, das ist so frustrierend. Sie kann nicht einfach so sein, oder? Sie muss ein Geheimnis haben. Hm, vielleicht ihre Tasche? Diese Tasche, die sie jeden Tag mit sich rumträgt. Darin muss etwas sein. Notizen, Bücher, irgendwas. Geh und untersuche ihre Tasche, während sie mit ihren Kunden beschäftigt ist. Komm schon, bitte. Ja, da können wir mal kurz schauen. So, ich glaube, sie hat uns erwischt. Hey, was tust du da? Du sollst dich die Taschen anderer durchwühlen, Torres. Ich bin echt enttäuscht von dir. Wie bitte? Vivian bat dich, meine Tasche zu durchsuchen. Ah, ich wusste doch, diese kleine... ups. Ich vergaß meine Manieren. Tut mir leid. Ritter, du hättest ihrer Bitte nicht nachgehen sollen. Aber ich werde es niemandem sagen. Ich bin sehr verständnisvoll. Zumindest werde ich das sein, wenn du nächstes Mal etwas mit mir trägst. Versprochen? Hoho, hübscher Ritter, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Herr Kinsk ist einer meiner Stammkunden. Ich möchte, dass du ihm diese Nachricht von seiner Frau mitteilst. Wenn du heute wieder zu spät nach Hause kommst, bist du ein toter Mann. Das auch nur laut auszusprechen, macht mir Angst. So, sprich mit Kinsk im goldenen Samtzimmer. Das ist hier direkt um die Ecke. Nicht allzu weit weg. Ist das Glück dir hold? Ah, der ist wohl dem Glücksspiel verfallen. Bist du Kinsk? Ich kann gerade nicht reden. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Oha, jetzt müssen wir auch noch seinen Ring suchen. Ah, hier unten ist er. Na gut, dass wir den wiedergefunden haben. Sonst hätte er sich garantiert nicht nach Hause trauen können. Oh, mein Ring, du hast mir das Leben gerettet. Wenn meine Frau wüsste, dass ich gewettet und meinen Ring verloren habe, wäre sie wirklich sehr aufgebracht. Oh, warte, wolltest du mir etwas sagen? So, durch den Verkauf antiker Münzen an Händler kannst du eine Menge Silber einnehmen. Ja, das wissen wir schon. Heute Nacht gehe ich direkt nach Hause, anstatt zu wetten. Ich schwöre es. Aber das ist alles wegen diesem Miskel Mavro. Er hat die größte Wette gewonnen, die wir jemals gemacht haben und mir all mein Geld abgeknöpft. Und ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich mit ihm spiele, verliere ich. Ach, in der Tat habe ich gestern wieder verloren und jetzt muss ich ihn bezahlen. Aber es verletzt meinen Stolz, ihm persönlich das Geld zu bringen. Torres, könntest du mir noch einmal aushelfen? Hier, gib ihm bitte dieses Geld. So, wo ist er denn? Der ist hier im Raum. Da hinten ist er. Goldhand Mavro. Aha, du hast mir das Geld von Kings gebracht. Danke. Mir tut seine Frau leid. Vielleicht solltest du ihm nächstes Mal ein Trinkgeld geben. Hm, was gibt es? Wie hast du die Wette gewonnen? Ah, du meinst die Wette auf Tyrain? Ha, du solltest froh sein, dass ich gewonnen habe. Als ich das Gerücht ausbreitete,
der Kommandant der Dämonenbestienlegion sei am Heldenwall aufgetaucht, haben die Leute um das Leben des Prinzen gewettet. Alle haben gewettet, dass er stirbt, also habe ich gegen sie gewettet. Ich dachte mir, wenn er stirbt, sterben wir alle. Also würde ich nicht so viel Geld brauchen. Also ging es eher um Gewinnen oder Sterben. An dem Tag haben wir alle gewonnen. Haha, lang lebe Tyrain. Ist das Glück dir heut? So, damit haben wir auch das abgeschlossen. Ich glaube, dann müssten wir soweit fertig sein auf Burg Lutera. Geh zum Wall von Lastra, begib dich zu Boreas Reich. Ja, da würde ich sagen, ich gucke nochmal ganz kurz. Aber hier haben wir wohl nichts mehr. Dann gehen wir erstmal zum Sonnenhügel. Und mach mal die Schnellreise. Ja, dann können wir da gleich nochmal die Quest erledigen. Und dann gehen wir auch schon in den Wald von Lastra. Ich habe schon lange keinen Fremden mehr hier gesehen. Was führt dich her? In den Wald willst du gehen? Das darfst du nicht, auf keinen Fall. Zahllose Narren wagten es vorzudringen, nur um ihren Realitätssinn zu verlieren. Es geschah mein Vater, nachdem er hineinging, um ein Relikt oder so etwas zu suchen. Oh, Vater. Der Geist ist dort drin. Er sah mich. Er stahl das Relikt. Juhu, inbrünstige Ritterlichkeit, Loyalität gegenüber der Krone. Ich liebe Ritter. Sie sind bereit, alles zu opfern, um ihren König zu schützen. Diese Tonsoldaten sind von Seelen durchdrungen, musst du wissen. Die Seelen jener Ritter, die einst mit König Lutera beerdigt wurden, um genau zu sein. Der Eidstein, an dem sie treu schworen, liegt nicht weit von hier, aber ihm ist lange niemand mehr nahe gekommen. Es ist sehr gefährlich. Ich möchte ein Lied über einen Ritter singen, der durch diese Tonsoldaten gehen und ein Blumenbouquet niederlegen kann. Romantik, Mut, Jugend. Wenn du dem immer noch nachjagen willst, halte ich dich nicht auf. Wenn Vater nur in die Wirklichkeit zurückkehren könnte, könnte er mir so viel über den Wall von Lastra erzählen. Er wurde von den Tonsoldaten auf seinem Weg aus dem Wald angegriffen. Ja, das heißt, wir müssen uns hier um die Tonsoldaten wohl mal kümmern. Was haben wir denn hier? Sammle weiße Rosen. Lege am Eidstein des Ritters Rosen nieder. So, wir suchen mal die Reliktfragmente hier. Ah, da haben wir schon alle. So, und da oben sollen wir sie ablegen, kurz vor der Höhle. So, sprich mit dem Baden Ron. Das heißt, wir müssen einmal zurückkehren. Und können hier vielleicht auch den Baum direkt mal fällen. Okay, weil wir Neria kennengelernt haben. Haben wir da auch noch mal ein paar Münzen bekommen. Vor langer Zeit im Garten der Tonsoldaten. Oh warte, ich meine, es ist noch nicht so lange her, aber du musst schon in Betracht ziehen, dass zukünftige Generationen es so singen werden. Ich mache daraus ein fantastisches Lied, darauf kannst du dich freuen. So, wir stellen das Relikt wieder her, der Königsfamilie, und geben das dem Archäologen Joff. Verflucht! Ich bin verflucht! Relikt? Das Relikt! Ich habe es verloren. Es ist das Relikt, es ist Nahuns Relikt. Dank sei den Göttern, ich wurde verschont. Ich danke dir so sehr, bitte geh und gib dies Nahun zurück. Er ist beim Grab des Königs und bewacht es. Okay, ich glaube, jetzt werden wir hier in den Wald hineinkommen. So, wir machen das Ganze natürlich wieder auf schwierig.
Meine Gegenstandsstufe ist 145, 130 wird empfohlen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Der Wald von Lastra. Bei den letzten Malen ging das immer gut, aber da brauchten wir auch ein paar Heiltränke. Schauen wir mal, wie es dieses Mal läuft. So, öffne die Mondtür. Und wir versuchen, die Augen wieder offen zu halten nach eventuellen Mokoko-Samen. Okay, hier die ersten Gegner. Ein paar Untote. Ja, das war zu spät, lieber Torus. Da ist ein Samen. Ja, ich höre sie schon. Da sind sie wieder. So, da kommen uns noch ein paar hinterher, die können aber ruhig folgen. Die werden wir dann beim nächsten Kampf einfach mit töten. Hier halten wir die Augen nochmal offen. So, da sind wir auch schon am Mondtor angelangt. Schauen wir doch mal. Jetzt sind die Ritter, die den Mondtür bewachen. Ja, das sind wahrscheinlich die hier unten. Das ist die letzte Warnung. Wir wollen da trotzdem rein. So, und weiter geht's. Falscher Knopf. Switch. Okay. Ich werde nicht zulassen, dass du diesen Ort des Friedens und der Ruhe schändest. Ist in Ordnung. Bis hierhin und nicht weiter.
mal wieder unseren Wirbelsturm. Tschüss, Weißmagier. Dein Geist ist stark. Deine Seele ist würdig, sich der Arche zu nähern. Nähere dich dem Seelenleuchtfeuer. Das werden wir. Wir schauen direkt mal ins Inventar. Wir haben ein paar Sachen bekommen, die auf jeden Fall schon mal besser sind. Die tauschen wir mal direkt aus. Die können wir vielleicht nochmal hinzufügen. Und hier ein paar antike Goldmünzen bzw. Silber kriegen wir dadurch. So, das haben wir auch erledigt. Nahuns Arbeitstagebuch. Der verstorbene großartige König Lutera entschloss sich, die 7 Teile der Arche mit ins Grab zu nehmen und so auf alle Zeiten zu versiegeln. Bauarbeiten von nie dagewesenen Umfang wurden ausgeführt und nach seinem Tod bewachte eine endlose Kette von Rittern sein Grab, um den Meister auch nach seinem Tod zu beschützen. Auch ich bin hier, um sein Grab mit meinem Leben zu verteidigen. Ich hoffe, dass der Besitzer der Arche auftauchen wird, so wie seine Majestät es gewollt hat, bevor wir alle uns in seelenlose Gespenster verwandeln. Nahum. So, diese Laterne verfügt über enorme Kraft, setze die Fertigkeit gegen deine Gegner ein. Okay, Q bzw. W. Okay, mit der müssen wir jetzt wohl erstmal weitergehen. Ich werde das Leuchtfeuer für dich entzünden. Folge dem Pfad des Lichts. Okay, da sollen wir wohl als nächstes hin. Folge dem Licht. Wir sprechen einmal mit Nahun. Die Laterne wird Licht ins Dunkel bringen und dich zu König Lutheras Ruhestätte führen. Am Ende dieser Prüfung findest du, wonach du suchst. Okay, wähle und folge einem Pfad. Welchen wollen wir denn mal nehmen? Nehmen wir mal hier den rechten. Vorher nehmen wir aber hier den Mokoko-Samen noch mit. Ich weiß, ich glaube, wir müssen die mitnehmen. Benutze die Laterne, um den Siegelstein zu zerstören, der Geister anzieht. So, wo ist denn der Siegelstein? Der hier? Okay. Leute, übertreibt das nicht. Hier haben wir die Laterne liegen lassen und ja, war auf jeden Fall ein fordernder Kampf, muss ich sagen.
Und das ganz ohne Bossgegner. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal, ob sich hier noch was finden lässt, bis auf Gegner natürlich. Okay, sonst gibt es hier wohl nichts. Bis auf euch. Dann würde ich erstmal die Lampe wieder aufsammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute, wenn es hier weitergeht. Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und wir haben da noch ein bisschen was vor uns. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.